Ist ja auch ganz schön großes Areal hier. Aufstieg. Yay. Ich brauche noch ein bisschen. Aber ich habe jetzt nur noch eineinhalb irgendwas. Sehr gut. Was? Noch nicht bereit. Muss erstmal im Inventar kurz gucken. Jo. Ah, jetzt hält eine Quelle. Oh ja, auch nicht. Gut, passt. Weiter. Jo. Okay. So, wenn alle wieder herkommen. Mhm. Als hätten wir was umsonst. Das stimmt. Vasen. Vasen? Ich mach da waren Vasen. Okay, diesen verdarbten Auswuchs hier alle. So. Und dann hier runter noch einmal die Vasen holen. Ja, dann kam da zumindest was Schönes bei rum. Ich guck mal, warte. Ach nee, schon wieder so ein blöder Speer. Ah, schade. Kann hier nichts mit anfangen. Okay, wir müssen irgendwo in der Mitte ging es noch nach unten, ne? Darf man nicht vergessen. Mhm. Ich brauche mehr Zeit. Also langsam halten sie doch ein bisschen mehr aus, muss man sagen. Ja. Es dauert zumindest länger, bis man gewinnt. Ja, aber wir sind ja jetzt auch Profi, von daher... Ja. Ist dir eigentlich schon auffallen, dass ich in dieser Aufnahmereihe bis jetzt noch nicht einmal kaputt gegangen bin. Wow, stimmt. Gut, du hältst jetzt aber auch irgendwie... Fünfmal so viel aus oder so. Ja, ungefähr kommt hin. Ja. Als letztes Mal, glaube ich, bist du draufgegangen, hattest du noch nicht mal ganz 20.000 Lebenspunkte. Ja. Aber ich habe da ja auch, was das angeht, ordentlich gelevelt jetzt in letzter Zeit. Noch nicht bereit. Da ist der nächste. Ich bin noch geschickt. Aufstieg. Der Aufstieg der Elfriede. Ich glaube, hier kommen wir auch nochmal her. Das sieht so aus, als könnte das auch ein Portal sein. Werden. Was denn? Ja, der Kreis hier. Ach so. Ja. Pöntel gefunden. Legendäre Art. Aha. Schön. Gar nicht mal so gut. Aber teuer. Ich habe auf jeden Fall einen dicken Streitkolben. Ja, mit dem kannst du auch eh nichts anfangen. Ja, das stimmt. Deswegen, der ist auch voll für den Arsch. Der hat 160, wow. Schaden. Toll. Also ein bisschen von Eimer sozusagen. Mhm. Finsternis erwartet. Dieser blaue Einfrierkreis, der kommt immer von dir, oder? Ja. Gut. Hab mich schon gewundert, irgendwie, das macht aber nicht mal einen Hammer. Der macht zwar auch einen kleinen blauen Kreis, aber ja, ich das weiß, sieht anders aus. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was das vor mir ist, aber irgendwas vor mir ist es, ja.
Wollen wir dann mal das Ding in der Mitte schnell gucken oder wollen wir gleich hier hoch? Ja, gehen wir mal hier schnell hoch. Mein Spinnchen ist da schon eifrig am Kämpfen. Na dann. Rausgetappt wieder. Oh, du machst das ja. Klar. Tappst du auch immer wieder mal raus? Ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, warum das mir ständig passiert. Weiß nicht, bei dir vielleicht wegen den Monitors. Dass die Maus irgendwie an ein kleines Eck hinkommt, wo es nicht hin soll oder hinspringt. Ja, aber die Maus kann den Spielbildschirm nicht verlassen. Du, wer weiß. Keine Ahnung. Die ist da nämlich fest gechained einfach mal. Ich habe gerade gesehen, ganz rechts sind wir auch irgendwo noch nicht runter. Ja, genau. Hier in der Mitte und dann geht es wahrscheinlich nach rechts auch noch weiter irgendwo. Hoffen wir es mal. Ja. Und mir gefällt es hier nämlich. Hier will ich bleiben. Ich könnte mir vorstellen, hier zu starten. Ich beschwöre es aber jetzt mal nicht, ja? Ja. Oh. Ach, guck an, das war ja jetzt hier umfangreich. Ich wollte gerade sagen, du hast den Erfolg Gartenarbeit errungen. Ja, du brauchst gerade was. Ja, ich auch. Ich auch. Ich bin Gärtnerin, bitte, ja? Von mir aus. Dass das mal klar ist. Gartenzwerg. Selber. Oh. Was kommt denn der her? So, jetzt kann ich mal ganz kurz. Der ist es nicht. Ah, die 3. Das ist das von meiner Armbrust. Von meiner automatischen. Die Reichweite wahrscheinlich oder so. Ich habe keine Ahnung. Das Wissen über die Zukunft gewährt Macht über die Gegenwart. Aus diesem Grunde ist Iterael, der Erzengel des Schicksals, ein wichtiges Mitglied des Rats. Er alleine verfügt über die Fähigkeit, die Fäden des Schicksals zu entschlüsseln, die in die himmlische Schriftrolle des Schicksals verwoben sind. Na ja, schöne Geschichte. Sein grenzenloser Blick erlaubt ihm Einsichten, wie andere niemals dann voll. Bist du da runter? Ich bin runter, ja. Ah ja. Ich habe mir schon gedacht, wo du hin bist. Ist auch schön hier, Mann. Hier und hier so. An der Brüstung. Schau mal, hier. So. Hier so. Da rechts und links die Wasserfälle. Da könnte man jetzt schön runter und sich vom Volk huldigen lassen. Das stimmt. Oh, hier hinten liegt Gigold. Naja. Noch nicht bereit. Bringen ständig irgendwie solche komischen Arschlöcher hier. Frechheit. So, haben wir es jetzt bald. Lass uns jetzt in Ruhe. Da ist wieder eine. Ja, die lernen halt nichts aus ihrer Fehler. Ich brauche mehr Zeit. Mann. Oh, hier liegt noch was. Die Schwurkrypta. Alter. Da haben wir.
begreifen es nicht. Ich bin mir sicher, wenn wir nochmal rumlaufen, kommen nochmal ein paar. Okay, ich habe mich getäuscht. Haben wir es jetzt? Gut. Jetzt haben sie sich doch endlich mal dazu entschieden, dass sie keine Lust mehr haben. Ja. Ganz kurz. Oh, mein Blick ins Innen. Es ist doch alles schon wieder Mist hier. Mhm. Oh, der hat einen leeren Sockel, dieser Ring. Mhm. Das ist gut. Magischer Bogen. 577,5. Wo? Hier, bei mir. Da. Nee, danke. Gut. Die Königsklinge. Aber mein Inventar ist fast voll. Wie sieht's denn mit deinem so aus? Auch ein bisschen, ja. Dann könnten wir fast wieder, wa? Könnten wir doch mal, oder? Ja, machen wir mal. Ich muss zurückkehren. Das ist schön, immer so zwischen 20 und 30 Minuten ist irgendwie unser Inventar voll. So im Durchschnitt circa. Ja, also da haben wir jetzt irgendwie einen ganz guten Rhythmus gefunden. Ja. Ach, ganz ehrlich, ich schaue jetzt da gar nicht drauf, ich verticke einfach. Seltener Ring. Könnte ich noch rausholen. Begleiter habe ich keinen. Oh, der ist scheiße fertig mit. Trümmerteile, was haben wir hier? Einen seltenen Ring, weg mit. Dann hole ich aus dem einen Teilchen hier mal noch die Edelsteine raus. Ich hab durch das Portal geguckt. Oh, bei mir wird's gerade windig. Sehr schön. Bin gleich wieder da. Jo. Halt den hier. Seltener Ring und Edelstein raus. Genau, dann kann ich den Spaß nämlich auch noch vertickern. Was ja auch Sinn macht, nicht wahr? Braucht ja kein Mensch den Scheiß. Weg mit. Oh, da habe ich. Jo, ich würde mal sagen, das Fenster ist zu. So, wo ist er denn? Die Beutetruhe. So, noch ein bisschen Edelsteine rein hier. So. So. Du bist doch Barbar, ne? Ja. Was hast du nur für einen Gürtel, bitte? Legendärer Gürtel. 175 Rüstung, 211 auf Stärke, 202 auf Vitalität, 40 Widerstand gegen alle Schadensarten, 5% mehr Leben. 2 Meter mehr Radius für Gold- und Heilkugeln. Chance bei einem Treffer ein Chaosfeld zu erzeugen, das Gegner für 3 Sekunden blendet und verlangsamt. Aha, ich glaube, da kann der hier nicht mithalten, aber zieh dann mal rein. Ich habe jetzt nämlich nicht wirklich aufgepasst, was du mir alles erzählt hast. Was fragst du denn dann? Ich höre dich halt gerne reden. Oh. So generell wäre der auch nicht schlecht, ja, aber ja, ne? Er ist dann doch in allen Stats ein bisschen schlechter. Und dieses Chaosfeld finde ich ziemlich cool. Und damit habe ich dann schon 1, 2, 3, 4 legendäre, 5 legendäre Sachen an. Aber Dankeschön. Ja, gerne. Haben die wieder hergelegt. Woran erkennt man denn auf Anhieb, ob was legendär ist? Legendär ist orange. Ach ja, dann habe ich 2, 3 legendäre Geschichten an. 3 legendäre, einmal magisch und der Rest ist selten. Sehr gut. Ja, könnte besser sein. Ja. Aber ist halt nicht. Könnte gar nicht magisch sein. Ja, das ist wohl richtig, ja. So, was soll ich jetzt weiterverkaufen? Mach das mal. Euch hält gar nichts auf, oder? Nicht bis Diablo erledigt ist. Aha. Dein Gürtel liegt da immer noch, ne? Ah ja, den habe ich dir doch vermacht.
Ach so, na dann behalte ich den. Kannst du immer sauber vertickern, genau. So, bist du dann soweit, oder? Ich überlege gerade noch, ob ich den legendären Gürtel hier jetzt vercheck oder einschmelz. Ich glaube, der kommt erstmal in die Truhe. Ist auch eine gute Entscheidung wahrscheinlich. Ich finde den Dolch immer noch super. Welchen? Ein Schweinemörder. Ja, ich finde auch meinen Hamburger geil. Der horadrische Hamburger. Oh ja. Ah, jetzt habe ich mir gerade das Knie am Schreibtisch angestoßen. Heieiei. Warum denn? Ja, weil ich es kann. Na toll. Ist doch klar. Wenn du drauf stehst, dann mach doch. Mach ich doch. Schön. Schön ist es, wenn der Schmerz wieder nachlässt, ne? Oh, das ist ein super Gefühl. Ja. Ich kenne das. Ja, es ist ganz, ganz... Ich mag das. Es ist eine ganz großartige Geschichte. Ja. Ja, ich wäre fertig. Du wärst fertig? Bist du wieder halbwegs schmerzfrei? Ich bin halbwegs schmerzfrei, dann würde ich sagen, starten wir doch, ne? Ab wieder zum Sackilum, Alter. So, Sackilum der Tugend. Was wir schon aufgeräumt haben. Also können wir eigentlich auch wieder gehen. Ja. Ja, wir müssen ja in die Ebene 2. Ne? Stimmt. Genau. Richtig. Also, hier haben wir ja jetzt das Hüllentor Nummer 2 gefunden. Haben wir? Na klar. Haben wir doch schon. Da oben in der Mitte. Oben? Ach ja, tatsächlich. Junge, Junge, Junge. Was los? Du hast ja ein Gedächtnis. Nee, ich bin nur ganz schlechte Kartenleserin. Ich habe Orientierungssinn von dem Brot. Mist. Ah, von dem Brot. Schön. Ja, genau. Ganz genau von dem. Okay, da geht's ab, ja. Jo. Tore zur Hölle. Oh, da hinten ist der Erzengel Auriel. Und wir sollen wohl hier irgendeinen Oculus zerstören. Ach so, das ist ein Buch. Erzengel Auriel. Fließt die Hoffnung in der Schöpfung. Ihr ewiges Licht erhellt selbst die finstersten Seelen. Seit dem Fortgang Maltaels ist es an Aurie, den Angiris-Rat zusammenzuhalten. Sollte ihr Licht jemals verblassen, so würde alles im Himmel der Verzweiflung anheimfallen. Aha. Wollt ihr noch mehr? Ja, komm da. Ja, ungefähr so stelle ich mir die Hölle halt auch vor, ne? Mhm. Ach, noch so ein Hammer. Meine Dämonen werden dich in Stücke reißen. So, ausgeschlagen, der Herr Wütende. Wüterich. Der Hämmerchen. Hammer Time! Dedim. Ihr habt meine Erwartungen weit übertroffen, Nephalem. Aber wir dürfen keine Sekunde vergeuden. Schnell, ihr müsst zum silbernen Turm vordringen. Ja, dann macht mal hier. Na dann, gehen wir wieder, wa? Ja, wenn wir fertig sind hier, ne? So. Findet das Portal zum Kristallsäulengang. Ah, ja. Ist das hier nicht alles irgendwie Kristallsäulengang? Ist dem so, ja. Ja, wo müssen wir denn hin? Eigentlich. Gute Frage.
tippe ja drauf, dass das jetzt wieder da... Nee, ich würde mal sagen, hinten links irgendwo vielleicht oder so. F-Tool, ja. Können wir mal hingucken. Weil da waren ja überall wegen so Pseudoportale. Ja. Aber eigentlich müsste das ja auf der Karte zu sehen sein. Oh, hier ist noch ein Waffenständer. Kriegerschmetterer. Der könnte vielleicht was für dich sein. 617,4? Ja? Zweihandstreitkolben? 830. Ach, der kann man schon auch echt nichts Gutes tun. Ist schon echt schwierig. Ich bin da eigen. Ja, ich weiß. Mag ich schon. Aber ich ja auch, von daher. Du bist mit meinen Bögen ja auch nie zufrieden. Nee. Ich bin ja schon nicht mal mit meinem zufrieden. Wie kann ich dann mit deinen zufrieden sein? Ganz ehrlich. Also hier oben ist, glaube ich, auch nichts. Ich glaube, ich habe da gerade was blitzen sehen, in Gelb. Blitzen? Oh ja, ja. Doch da hinten. Ne? Als ob ich es geahnt hätte. Guck an, da steht einer. Ach, schau her. Wen haben wir denn da? Ist, wenn sich das nicht um Tyrael handelt. Tyrael, ihr seid unverletzt. Ja, meine Freundin. Ich bin wieder bereit, an eurer Seite zu kämpfen. Es war ein Fehler, sich der Verzweiflung hinzugeben. Ihr habt mir gezeigt, dass noch immer eine Chance besteht, zu siegen. Aber wir müssen uns beeilen. Diablo ist bereits auf dem Weg zum Silbernen Turm. Ich verstehe es endlich. Euer Volk stellt sich dem Tod und der Finsternis jeden Tag. Trotzdem findet ihr den Mut, weiterzumachen. Es ist eine Ehre, einer von euch zu sein. Na dann, betreten wir mal, wa? Ab in den Säulengang. Ah, Kristallensäulengang. So, angenommen und Action, komm. Action Jackson. Was sind... Oh, ach, das ist doch Mist hier. Alles, was man hier bekommt, ist scheiße. Ich habe mein Zuhause zwar verlassen. Oh, Fideo. Ihr, euresgleichen habt ihr nichts zu suchen. Wenn ich euch noch einmal sehe, werdet ihr sterben. Sei halt nicht so. Muss halt die Augen zumachen. Schenkt ihm keine Beachtung. Das ist euer Kampf, Nephalem. Eure Macht ist größer, als selbst Tyra ihn vorausgesehen hatte. Wir können nur noch hoffen. Doch nun müssen wir Diablo aufhalten, bevor er den Kristallhofen über uns erreicht. Bist du bereit? Jo. Na dann. Auf in den Silbernen Turm. Diablo hat sich aufgemacht, den Kristallbogen auf der Spitze des Silbernen Turms zu verderben. Das ist unsere letzte Chance. Tyrael und ich müssen die Spitze des Turms erreichen und dem Herrn des Schreckens gegenübertreten. Ich hatte mal kurz... Ich habe schon wieder den gleichen Grafikbug. Ich flipp aus. Das ist doch dann. Das ist doch nicht schön hier. Alter, was geht denn hier ab? Ja, kämpf du mal. Ich guck mir gerade mal dieses Pixel-Chaos hier an. Da geht, jo, mach das mal. Geht ja richtig was ab. Ja, dann bis gleich. Hilft wohl nur ein bis gleich, Inger.